Hallo Leute, ich bin's, der Tobson. Und bevor wir jetzt anfangen, zuerst mal danke für 500 Abonnenten. Ich werde ein 500 Abonnenten-Special machen. Das kommt aber irgendwann dann. Da muss ich mir noch was einfallen lassen zu, was ich da machen werde. Lasst euch einfach überraschen, ist auf jeden Fall eine geile Zahl. Die meisten werden jetzt denken, 500 Abos, das ist ja nichts. Ja, heutzutage ist das vielleicht nichts, aber ich wollte nie großartig Geld mit YouTube verdienen. Ich mache das nur hobbymäßig, weil es mir Spaß macht. Und daher bin ich mit 500 Abonnenten auch schon ziemlich zufrieden. Also, ich freue mich da echt drüber. Danke fürs Abonnieren. Vielleicht wird es ja nur demnächst mehr, man weiß es nicht. Ne? Werden wir dann sehen. Aber das ist heute nicht das Thema. Und zwar ist heute das Thema wieder Militärmythen, Militärvermutungen. Das Ganze wird wieder ausgegraben und bearbeitet. Und zwar heute Neuschwabenland. Die ein oder anderen älteren Zuschauer, die sich schon mal ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt haben, die haben davon bestimmt schon mal gehört. Die etwas jüngeren Zuschauer vielleicht nicht. Aber ihr könnt das Ganze auch, wenn euch da ein paar Sachen jetzt nicht so eindeutig sind in dem Video, könnt ihr das Ganze ja auch noch googeln. So, und zwar Neuschwabenland. Was ist Neuschwabenland? Neuschwabenland ist eine Region in der Antarktis, also am Südpol. Ja? Und damals, noch nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, ist eine U-Boot-Flotte der Wehrmacht dorthin geschickt worden. Ja, davor hieß es aber noch nicht Neuschwabenland. Das hat die Wehrmacht erst zu Neuschwabenland getauft, diese Region. Wieso und wie die das gemacht haben, erzähle ich euch gleich. So, folgendermaßen. Also, und zwar war das irgendwann im, wann war das, November oder Dezember so, um den Dreh, 1938, wurde ein Flugzeugträger und ein Katapultschiff unter dem Kommando von Ritscher, Alfred oder Albert Ritscher, ich glaube Alfred Ritscher hieß er, zu reichsdeutschen Antarktis-Expeditionen ausgeschickt. Ja, die sollten zur Antarktis und da ein bisschen Sachen erkunden und dort sollte ein Film gedreht werden. So, das Ganze ist dann auch geschehen und Ende Dezember irgendwann lief die MS Schwabenland, das war das Schiff, dieser Flugzeugträger, dann in Neuschwabenland ein, beziehungsweise in die Antarktis. Ja. Und da sie ein Flugzeugträger war, hatten die natürlich auch Flugzeuge dabei und die Flugzeuge wurden dann in die Luft geschickt. Und alle 25 Kilometer haben die dann so Stäbe, so Metallstäbe abgeworfen, die dann in das Eis gejagt wurden quasi, um das Land zu markieren, wo die jetzt sich befinden und ja, wo halt erkundet werden soll und alles Mögliche. Ja, das Ganze hatte natürlich nichts mit dem Film zu tun, aber die Ausrede von diesem Ritscher war halt, also noch vom Ritscher, später kam dann noch ein anderer Typ dazu, aber da erzähle ich euch gleich was von, war halt die Ausrede, da wird ein Film gedreht. So, dieser Flugzeugträger hatte wie gesagt die Flugzeuge, das hat dann diese Stäbe ins Eis abgeworfen, um das Ganze zu markieren. So, und all das, was in diesem markierten Bereich war, hieß Neuschwabenland. Ja, das hat den Namen Neuschwabenland bekommen. Mittlerweile heißt es nicht mehr Neuschwabenland. Mittlerweile heißt es irgendwas mit, wie hieß es nochmal? Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht aus dem Kopf raus, Leute. Da müsste ich vielleicht mal googeln. Ich glaube, ich google das. Na, da muss ich einfach mal kurz gucken. Neuschwabenland, gucken wir mal, ne? Ja, das weiß ich jetzt echt nicht aus dem Kopf. Ich mache das Ganze auf freie Schnauze. Das, was ich alles darüber weiß. Neuschwabenland. So. Müssen wir mal gucken, so. Also, Neuschwabenland hieß vorher, nachher, also so wie es jetzt heißt. Ich finde dazu ehrlich gesagt nichts. Neuschwabenland, jetziger Name, bla bla bla. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Ich finde gerade nichts dazu. So, auf jeden Fall wurde das Ganze dann irgendwann umbenannt. Das war von Norwegen. Na, die waren dann nachher nochmal da. So, das weiß ich. Das war von Norwegen. Aber wie es jetzt heißt, weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mir nicht alles im Kopf behalten. So. Drücke ich mal den Explorer hier weg, weil ich da gerade geholt habe. So. Warte. Ja, alles klar. So. Und zwar, wo war ich stehen geblieben? Genau, das Ganze hieß ja Neuschwabenland. Jetzt heißt es irgendwie anders und wurde von Norwegen, ja, dann umbenannt. So.
Als der Film dann fertig gedreht war und all das, was sie machen sollten, auch fertig war, dann sind sie wieder im Frühjahr 1939 nach Deutschland zurückgekehrt. So. Dann hat der Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Flotte, das war der Karl von Dönitz, genau. Karl von Dönitz, der hat dann andere Aufträge noch bekommen und sollte sich dann wieder mit seinen Männern in die Antarktis begeben. So, während des Zweiten Weltkrieges ist das Ganze dann auch passiert, das, was dort gemacht wurde. Und zwar, das, was er und seine Männer dort machen sollten, ist bis heute, sagt man so, 90% Spekulation und 10% Information. Das heißt, 90% vermutet man und 10% ist bewiesen. Ja, das ist wahrhaftig nicht viel. Ja, das muss man einfach so sagen. So, dann wurde diese deutsche U-Boot-Flotte Richtung Südpol geschickt, um dort halt geheime Aufgaben zu übernehmen. Und was dort gemacht wurde, letztendlich weiß man bis heute nicht, man vermutet nur was. Und zwar hat Karl Dönitz auch noch, was bis heute ein Rätsel ist, zwei Sätze gesagt, wo man vermutet, dass sich dort was befindet. Und zwar waren es die folgenden zwei Sätze, die habe ich mir nämlich notiert. Extra, damit ich, weil die konnte ich mir nicht im Kopf behalten, müssen wir mal gucken. So, und zwar einmal hat er gesagt, hier, meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies. Ein irdisches Paradies. Ja, wie kommt er darauf? Und zwar wurde mittlerweile, das ist gar nicht mal so lange her, wurden unterirdische Seen entdeckt am Südpol. Ja, die wohl auch ständig von unten erwärmt werden durch Warmwasserflüsse, die sich unter dem Eis im Ozean befinden. Ja, und unter diesen Warmwasserflüssen bzw. Seen, nicht darunter, da drüber, ja, bilden sich kugelförmige Eishöhlen. Die wölben sich so darüber. So, und dort könnte man eine Basis hineinbauen. Und das ist sogar schon bewiesen, dass sich diese kugelförmige Eishöhlen dort bilden und dass es die auch gibt. Ja, weil das physikalisch einfach anders gar nicht möglich wäre. Dort befinden sich Eishöhlen. So, und jetzt ist aber das Ding, Basisen wurden bisher noch nicht entdeckt. Aber man kommt dort ja auch nicht hin. Das ist halt das Problem. Und man vermutet bis heute noch, dass dort Basisen der Wehrmacht drin sind, wo noch immer hochtechnologische Sachen hergestellt werden. Und man vermutet auch noch eine ganz andere Sache. Aber dazu muss ich euch nur das zweite Zitat von Karl Dönitz vorlesen. Muss ich wieder öffnen hier. So, das war nämlich das hier, was er gesagt hat. Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt während des Krieges für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. So, das hat er gesagt, wortwörtlich. Also vermutet man, dass sich diese Festung unter diesem Eis befindet und dass dort auch noch immer Sachen hergestellt werden. Und man vermutet, was auch angeblich von mehreren Quellen bewiesen ist, dass Hitler damals dorthin geflüchtet ist. Das sind halt diese Vermutungen, dass Hitler vielleicht noch lebt, dass es nur ein Double war, der da getötet wurde, dass es gar nicht der echte Hitler war. So, das sind halt die Sachen, die man alle so vermutet. Das sind aber alles nur Vermutungen, Mythos. Deswegen heißt es ja auch Militärmythen. Ich sag jetzt, ich bin hier keiner, ne? Ich sag jetzt nicht, dass das wahr ist. Ja, das sind nur Sachen, für die ich mich interessiere, mit denen man sich beschäftigt, die eventuell wahr sein könnten, aber nicht müssen. Deswegen sind diese Sachen sehr interessant, finde ich, gerade weil es mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat und dort einige Sachen passiert sind, die sehr mysteriös sind. Was halt dann auch noch passiert ist, zum Ende des Krieges, also wo der Krieg schon vorbei war, sind mehrere U-Boote der deutschen Wehrmacht vom Südpol an die Küste Amerikas gereist und haben sich ergeben. Obwohl während des Zweiten Weltkrieges eigentlich keine U-Boote mehr zum Schluss des Krieges zumindest nicht mehr am Südpol sein sollten. Ja, genau deswegen vermutet man heute, dass dort noch immer was ist. Falls ihr davon schon mal was gehört habt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es jetzt nicht so, dass es
nicht wahr sein könnte. Es ist ein Mythos. Und es ist ja Fakt, dass diese Sachen passiert sind. Aber ob sich da jetzt noch was befindet, da kann man sich drüber streiten. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch erstmal nicht herausfinden. Vielleicht irgendwann. Ja, irgendwann wird sich immer alles herausstellen. Aber die Frage ist, befindet sich dort was? Das ist halt die Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Story haltet. Ich denke, einige Sachen, die dort passiert sind, sind wahr daran. Einige könnten aber auch nur ein dummer Mythos sein. Einige vermuten ja sogar auch, dass dort UFOs hergestellt wurden von der Wehrmacht und dass man diese auch manchmal am Nachthimmel sieht, weil es ja schon einige UFOs wohl gegeben hat am Nachthimmel, wo man vermutet, dass das ein UFO war. So, schreibt mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Video, was das 500 Abonnenten-Special sein wird. Also, ciao. So, bevor ihr jetzt abschaltet, ich habe nur einen kleinen Anhang. Das Commentary ist vorbei, aber ich habe eben die ganze Zeit gesagt, Basissen. Es heißt natürlich Basen. Natürlich. War wieder ein bisschen behindert in der Birne, ne? Also, haut rein und ciao.